Zwei Sekunden reichen auch schon und es fällt auf, der Ton ist unter aller Sau. Herzlich willkommen bei Futorial, mein Name ist Sinan Kurtuluş und manche haben es vielleicht schon im Titel gesehen, ich habe mich hinreißen lassen. Wozu habe ich mich hinreißen lassen? Ja, ich werde ein Track-Rating-Video machen zu How It Is von Bibi H. Okay. Warum mache ich das? Es gibt mehrere Gründe. Zum einen, es gibt nun 1000 Millionen YouTube-Uploads, die auf einmal alle meinen Job machen. Das heißt, auf einmal sind ganz viele Leute da, die der Meinung sind, Tracks beurteilen zu können. Und das ist natürlich komisch, weil diese ganzen Experten gab es ja vorher nicht. Aber jetzt, wo Bibi einen Track macht, dann kommen sie natürlich alle aus ihren Löchern gekrochen. Und das andere ist, dass ich auch einfach sehr viel Anfragen bekommen habe, komischerweise. Sag doch mal etwas zu diesem Song. Gut, ich will das eigentlich nicht machen, aber ihr habt es nicht anders gewollt. Also gibt es jetzt ein Track-Rating-Video zu Bibi H, How It Is. Das erste, was ich mal ganz klar feststellen muss, ist, tontechnisch ist das vermutlich das Beste, was Bibi H, wie heißt der eigentlich mit Nachnamen? Ich habe keine Ahnung. Was Bibi H eigentlich bisher gemacht hat. Wenn man sich die ganzen Videos von ihr mal anschaut. Ich hoffe, ihr habt alle mitbekommen, dass morgen auf Freitag. Zwei Sekunden reichen auch schon und es fällt auf, der Ton ist unter aller Sau. Ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Also es ist immer dieser verhallte Raumton. Die können sich irgendwie keine richtigen Mikrofone leisten. Ja klar, mit 4 Millionen Abos ist das auch schwierig, das zu refinanzieren. Nein, ihr merkt schon, das ist Quatsch. Ja, also muss es dahinter ein Marketing geben, also ein Marketinggedanke. Ich vermute einfach, es soll noch dieses, das ist aus dem Kinderzimmer. Das ist noch so, die ist noch immer total real. Ja, die hat halt immer noch so ihren Schrottsound am Start. Ich denke wirklich, dass das Stilmittel ist. So, jetzt wollen wir uns aber den Track mal genauer anhören. Ich habe den Track hier mal besorgt. How It Is. Ich weiß nicht, ihr könnt ihn ja auch selber mal euch geben. Ich skippe einfach mal ganz kurz rein. Okay, fängt mit so einer sehr, sehr werbelastigen, ja, so einem werbelastigen Sound an. Man hat so das Gefühl sofort, bevor der Gesang einsetzt, kauf dir jetzt die neue Letta irgendwas streichfein mit ein bisschen Salz. Das ist das perfekte Werbemusik-Hintergrund. Werbehintergrundmusik, so. Ja, das erste, was mir aufgefallen ist, und jetzt haltet euch fest, der Track ist gar nicht so scheiße gemastert und gemischt. Wir haben hier noch von der letzten Aktion. Woran mache ich das fest? Wir können einmal schauen, was Spotify mit diesem Track macht. Also wie weit Spotify diesen Track herunterregeln muss. Ja, und wir stellen fest, hier ist eine musikalische Produktion, die, naja, durchaus als Vorbild gelten könnte für andere Musikproduktionen, zumindest was die Kompression und die Lautheit anbelangt. Also wir haben einen Song, der durchaus Dynamik hat. Wir erkennen sehr schön hier die Kickdrum, die auch durchaus gesättigt ist. Das darf eine Kickdrum aber auch sein. Wir haben also Dynamik zwischen Kickdrum und hier anderen Bassline- und Gesangselementen. Das ist, naja, wie soll ich es anders sagen? Hoher Standard. Also hoher Standard wirklich. Und wir gehen mal weiter jetzt einfach nur auf die technischen Aspekte ein. Wenn wir uns das Frequenzspektrum auch mal von dem Song genauer anschauen. Es fällt auf, es ist ein sehr ausgewogener Song. Also wir haben hier den starken Bassbereich, wir haben
alle Frequenzen sind eigentlich schön vertreten. Wir haben auch nicht diese übertriebenen Höhen, wie man sie häufig in modernen Pop-Pop-Produktionen erlebt. Also hier gibt es auf technischer Ebene nichts zu meckern und auch der Bassbereich. Wir sehen es hier im Bassbereich, keine Stereoanteile. Wir können mal den Mono-Check machen. Wie viel bleibt übrig, wenn wir nur die Mono-Elemente durchlassen? Was soll ich sagen? Song ist technisch einwandfrei. Musikalisch. Wir können mal musikalisch was dazu sagen. Ich bin nicht so ein Experte, natürlich wie Klaus Kauka. Also, wenn es um Harmonien und alles Mögliche geht. Ich habe uns hier mal hier ein Piano rausgesucht. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann sind die Akkorde, die gespielt werden im Refrain, C-Dur, G-Dur, A-Moll und jetzt haltet euch fest, wieder G-Dur. Die bekannten Four Chords wären ja jetzt C-Dur, G-Dur, A-Moll, F-Dur. Aber das F ist meiner Meinung nach hier nicht im Refrain vertreten. Ich kann ja mal parallel dazu spielen, dann merkt man eigentlich, dass die drei Akkorde schon eigentlich völlig ausreichend sind. Also zumindest ist am Ende kein F-Dur, ob da noch ein anderer Akkord gut passt, ich weiß es nicht. Aber was mir dann aufgefallen ist, ich habe das mal so ein bisschen mitgespielt, so. Da ist mir nochmal aufgefallen, das ist hart belanglos. Das ist echt so, also wirklich so gar nichts, was mal kitzelt. Ne? Das ist sehr, sehr schleimig. Im Sinne von, oder auch so samtig, so, aber auch wirklich, also mich reizt an dem Song nix. Also musikalisch, wir gehen nur aufs Instrumental gerade ein. Das finde ich schon ein bisschen, das ist nicht verkehrt, ist aber auch irgendwie kacke langweilig. Ich hätte gedacht, dass wenn ein YouTube-Star mit so vielen Followern einen Song macht, dass man. Also es ist ja nicht so, dass es keine guten Produzenten gäbe. Also der ist ja auch nicht technisch nicht schlecht produziert, aber songtechnisch finde ich, ist es wenig gewagt. Das ist so absolute Wohlfühlakkorde, auch nur drei davon und bloß nichts irgendwie und nur bap, 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 ne? Also musikalisch, ich sehe da keinen technischen Fehler, aber es wurde auch sozusagen nichts riskiert. So. Jetzt kommen wir zu einem ganz kleinen Problem, den ich mit dem Song natürlich habe. I mean, my English pronunciation is not the best, ne? Sometimes when I speak English, I sound like a German guy. Aber das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht auf Englisch singe. Ja? Warum singt Bibi hier auf Englisch? Also man hört, dass sie sich definitiv nicht so richtig wohl in der Sprache fühlt. Also man hört ja einfach, das ist irgendwie jetzt eine Deutsche, die das so singt. Und das finde ich immer ein bisschen, auch wenn ich jetzt mal darüber hinaus mal überlege, was denn eigentlich so die hauptsächliche Zielgruppe von Bibi ist, dann hätte ich eher gedacht, die meisten sind ja wahrscheinlich noch nicht so alt. Ist denn Englisch da auch die richtige Zieladresse? Oder hat man direkt schon auf den internationalen Erfolg geschielt? Also, das hätte ich ein bisschen, ja, das wäre jetzt ein bisschen mutig gedacht, oder? Das ist doch schon einfach nur für die Fans. Also, der Song kommt ja auch bei YouTube und so schlecht weg. Was aber klar ist, da natürlich die ganzen Hater und so sofort am Start sind und sich total motiviert sehen. Aber warum Englisch? Es klingt nicht so toll. Vom Gesang her, ja, also es ist natürlich nicht geil gesungen, aber sie kann jetzt auch nicht toll singen. Das war auch nicht zu erwarten, aber es ist auch nicht eine Katastrophe. Also. Boyfriend quit, I'm almost dead. I'll have to do my best.
Also man hört auch so ein bisschen, es ist sehr viel glatt gebügelt, ne? Und man hat dir wahrscheinlich auch gesagt beim Singen, versuch dich mal ganz wenig anzustrengen. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Sie singt auch sehr leise und nur in einer, ungefähr in einem, in einer Lautstärke. Das sind so alles so Sachen, wie man einen Menschen, der eigentlich nicht singen kann, dazu bringen kann, dass er so halbwegs die Töne trifft. Den Rest macht man dann eben mit Autotune und Co. Aber okay, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt zusammenzuckt und sagt, wow, das ist das Schiefste, was ich je gehört habe. Aber ist auch nicht gut. es ist ziemlich Standard. Und so geht der Song natürlich insgesamt. Ist er ziemlich, er wagt nichts. Er ist harmonisch nicht spektakulär. Vom Sounddesign her, gut, wir haben so einen super Oldschool-Sound eigentlich. Wir haben so Gitarre. Was ist das, so glockenmäßig? Und dann auch diese Bass. Das ist alles so ziemlich... Sorry, Leute, wir haben 2017. Da steckt ein millionenschwerer YouTube-Kanal hinter. Da kommt ein bisschen mehr, kann man da erwarten. Genug gequatscht über Bibi. Wir müssen eine Bewertung raushauen. Ich bin extrem gespannt, ob die Community, trotz dessen, dass es sich hier um Bibi handelt, das Mixdown und Mastering richtig bewerten kann. Also ob sozusagen, da schalte ich mich doch nochmal gerade ins Bild, ob der Hate, der in vielen steckt, stärker ist und ihre naja, Bewertung beeinflusst oder ob sie es schaffen, objektiv zu bleiben. Ich werde das Ding jetzt mal nach meiner Meinung nach bewerten. Do you like it? Ich mag den Track überhaupt nicht. Also maximal 2 Punkte. Einfach, er gibt mir gar nichts. Er ist, habe ich jetzt mehrfach schon gesagt, warum nicht, ne? Muss ich gar nicht weiter ausführen. Innovativ finde ich das Ganze auch nicht. Klingt, wie gesagt, von der ersten Sekunde an wie so ein Werbehintergrundsound. Sounddesign ist für das, was es sein will, nicht schlecht gemacht. Die Gitarre ist gut designt, die Drums, die sitzen. Das ist nicht spektakulär, aber es ist technisch richtig umgesetzt. Und Mixdown und Mastering, muss ich leider sagen, so gern ich diesen Track jetzt eigentlich zerreißen würde, das ist top. Das ist auf Top-Niveau. Ich konnte technisch nichts feststellen, was hier irgendwie schlecht gemacht wäre. Deswegen geben wir das jetzt einfach mal so ab. Das Track-Rating ist noch sehr frisch hier drin. Ich weiß noch nicht, ob es schon ein Result gibt. Aha, aha, aha. Lionel, okay. 1-1 ist völlig in Ordnung. Kann ich so unterstützen. Waren ja auch meine schlechtesten Punkte. 6-6. Okay, man merkt, er hat es schlechter bewertet, als es eigentlich meiner Meinung nach ist, aber er hat sich nicht hinreißen lassen, nur einen Stern zu geben, also auch für Mix und Mastering. Also würde ich mal als leicht gefärbte, aber durchaus gerechte Bewertung ansehen. Das waren meine Worte dazu. Ich hoffe, es waren vielleicht ein paar andere Aspekte, die ihr noch nicht so auf dem Schirm hattet, und in diesem Sinne kommen wir wieder zurück zu cooler Musik und zur Musik von euch. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und auf Wiedersehen.